Servus YouTube. Ja, wir laufen hier gerade durchs Wohngebiet, unweit vom Soester Bahnhof und holen unser neues Auto ab. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin nämlich nur auf der Testfahrt eine ganz kleine Runde gefahren, weil das Auto auch nicht mal richtig zugelassen war. Jetzt ist es richtig zugelassen und ich hoffe, dass mich keine schlimmen Überraschungen heimsuchen werden gleich auf der ersten Fahrt. Da steht da Mazda MX-5 1,8 Liter von 2001 mit Sechsganggetriebe. Ja, schauen wir mal, ob er anspringt. Dann machen wir noch Reifendruck, glaube ich. Und dann geht's ab auf die Autobahn nach Düsseldorf. Alright, erster Schritt: Schilder dran machen. Hinten müsste eigentlich auch Kennzeichenhalter dran sein. Unlock. Zack. Da geht er von selber auf. Geil. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, gut, dann schauen wir mal, wie wir die Plakette hier dran kriegen. Kommt das? Ja, so glaube ich. Und zack. So, vorne wird das Ganze nicht so einfach. Klett. Lass das erstmal dran. Kleb einfach nur das Nummernschild. Kleb das Nummernschild fest. Ah, aber so zu kleben ist Kacke. Komm, ich will los. Die Haube auf. Fuck. Jetzt habe ich gedrückt. Unlock, lock. Unlock. Bam. Hast du Kratzer schon reingemacht. Geil. So. Schau mal, hat er noch Öl? Ja, Öl ist auf jeden Fall noch was drin. Fuck. Und der Peil stapft da wieder rein. Da. Alright. Öl ist drin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wasser könnte mal ein bisschen aufgefüllt werden. So, der spannende Moment, wird er anspringen? Ohne Probleme. Drin. Ich fahre mal ein Stück raus. Aber ich muss unbedingt noch was in meiner Sitzposition machen. Dann schauen wir mal. Will ich so liegend sitzen oder aufrechter? Ich glaube aufrechter. Das ist ein bisschen krass. Ah. Die ersten paar Meter bis zur Tankstelle können wir auch eigentlich offen fahren. Drücken, ziehen, zack. Fuck, gut eingeklemmt. Geht gut los. So.
abgewürgt. Schon wieder. Innen außen verstellen, machen wir gleich an der Tanke. Das klingt aber gar nicht gesund bei dem Jaguar. Naja. Gut. Dann machen wir jetzt mal Luft. Wie viel kriegt der Kollege eigentlich? 1,8 Bar. Front and Rear. Ja, gut. Dieses Video wird übrigens freundlich gesponsert von der Jet-Tankstelle Soest. Nein, just kidding. Krasse Kappen. Wie viel ist drauf? Halbes Bar? Das ist ja ein bisschen schlecht. Kann das sein? 1,8 soll er haben? Oh, ich habe wenig Vertrauen in diese Anlage. Hauptsache Eichbehörde, aber da unten pfeift das raus wie blöd. Der Schlauch hier. Platt ist. Ja, das kann ich voll vergessen. Nächste Tankstelle. Jet kann einfach gar nichts. Eben rein Bescheid sagen, dass die Luftanlage quasi nicht brauchbar ist, ob das ein bekanntes Problem ist. So, Luft checken. Zweiter Versuch. So, gewünschten Druck eingeben. Haken. Okay. Dann schauen wir mal. Zack. Wie viel hat er? 2 Bar hat er. Vorne war also gut. So, wunderbar. Reifendruck ist kontrolliert. Öl hat er. Tank ist voll. Wir können weiterfahren. Kurzer Zwischenstopp bei JP Performance, kurz ein Burger essen, richtig geilen Parkplatz gekriegt und ja, der Chef ist auch am Start, so wie es aussieht. Da ist seine A8 und da oben, ich weiß nicht, ob man es sieht, sitzt da am Computer. Gehen wir mal rein. Chef ohne Folierung. Ah, mega geil. Immer noch mit Kompressoraufladung. Schon ein sehr, sehr geiles Auto. Aber auf der Rückfahrt machen wir jetzt auf jeden Fall noch das Verdeck drauf. Viel zu kalt. So, da steht er nun. Der MX-5 NBFL 1,8 Liter 16V 6-Gang. Soweit alles gut geklappt, nur irgendwas hinter den Sitzen, da wo der Teppich fehlt,
da drin ist absolut lose und macht furchtbare Geräusche, was man natürlich nur merkt, wenn man das Verdeck oben hat. Aber ansonsten wunderbar geklappt. Es kommt noch ein richtiges Video zur Bestandsaufnahme, was alles an dem Auto gut ist, was schlecht ist, was gemacht werden muss. Aber das wird ein separates Video mit einer ausführlicheren Bestandsaufnahme. Aber bis hierhin alles super cool.